Moin, moin, liebe Zockerfreunde, ich darf euch herzlich begrüßen zu Staffel 5 der Nachhaltigkeitsstaffel in Transport Fever 2 hier auf Kante Zockt. Ich darf begrüßen an meiner Seite den lieben Manu. Aloha. Ja, wir sind zurück. Es ist geschafft. Es ist ein Riesenberg vor uns gewesen und wir haben ihn wirklich geschafft. Es ist absolut wahnsinnig, wie gut es geworden ist. Also ich bin davon absolut überzeugt und wir haben jetzt hier im Livestream 1 Stunde 40 gebraucht für die Vorbereitung. Welche Stadt nehmen wir, welche Waren und hier und da alles geguckt, geprüft und trotzdem haben wir noch lange nicht alles fertig durchgeplant. Aber wir fangen gleich an. Ich möchte euch aber noch ein bisschen was zum drumherum erzählen. Und zwar haben wir eine eigene Warenkette erstellt. Dazu haben wir euch ein Vorstellungsvideo gezeigt. Eigene Warenkette mit insgesamt 32 Waren. Und ich fange jetzt einfach mal an und währenddessen kann ich gleich noch weiter erzählen, weil Manu hat, glaube ich, auch noch was. Ja, Manu hätte noch ein paar News im Angebot. Gut, ich habe den Playbutton gedrückt. Jo. Daily News, Kantopolis. Talentierter Jungstreamer versucht sich in einer weiteren Staffel Transport Fever 2. Im nun fünften Versuch möchte er diesmal versuchen, 30 Minuten Folgenlänge nicht zu überschreiten. Wie Fachleute sich einig sind, wird er das auch diesmal gnadenlos scheitern. Der Soziologe Herbert H. Recht meint in einem Statement, das schafft Kante nie und nimmer. Der junge Mann ist nicht in der Lage, so etwas zu machen. Ihm bedarf es der Ausführlichkeit, der nackten Wahrheit ohne Schnitt und Shishi. Um es mit Martin Luther auszudrücken, hier stehe ich und kann nicht anders. Wünschen wir dem Jungstreamer einen erdenklichen Erfolg in Staffel 5 und dass ihn dieser Manu nicht immer so voll sappelt und Witze auf Kantes Kosten macht. So, ihr seht, hier geht schon los, die Städte wachsen schon. Wir haben eine Grundeinstellung gemacht in den Städten, zumindest in Aschaffenburg und Kantopolis, von einer Landnutzung von 400. Das heißt, die Städte werden jetzt ein bisschen wachsen, weil die Grundeinwohnerzahl hier unten dadurch geändert ist. Solltet ihr das bei euch auch machen wollen, müsst ihr den Sandbox-Mode anmachen und ich glaube auch den Debug-Mode, ne? Ja, Debug vor allem in den Fall. Debug in den Einstellungen, Sandbox in den Mods. So, wir wollen jetzt aber gar nicht großartig jetzt noch hier nur Theorie machen, sondern wir wollen jetzt in die Praxis umgehen. Ich würde mal vorschlagen, wir machen die Geschwindigkeit schon mal gleich langsamer. Oh, das ist eine richtig gute Idee. Wir wollen ja noch was von dem Jahr erleben. Auf unsere üblichen Viertel. Ja, das habe ich ja voll vergessen. Gut, dass du dran gedacht hast, Mann. Ja, es fiel mir bloß so auf, dass da so der Geburtstag meiner Mutter, meines Vaters schwebt. Ja, also. Ja, wir werden jetzt erstmal natürlich den Nahverkehr hier anfangen. Den ganz Fernverkehr. Entspannt. Was denn? Und den Fernverkehr. Und den Fernverkehr. Also als erstes den Fernverkehr, damit die Leute schon mal wissen, okay, hier wird gereist. Und dann den Nahverkehr, damit auch die ganzen Leute aus der ganzen Stadt reisen können. Dazu brauchen wir das erste Depot. Wir haben uns in den Mods, werde ich euch noch hinterlegen, gibt es hier schöne Depots. Die haben ja auch ein schönes Tram-Depot. Das können wir gleich schon mal verwenden, sehe ich gerade. Gucken wir uns mal an. Okay, das kommt da unten rausgefahren. Dann haben wir hier noch eins. Das wäre ein Fahrzeugdepot. Hier ist noch ein Tram-Depot. Auch sehr nett. Und hier haben wir noch ein Busdepot. Ich finde eigentlich das am interessantesten und weswegen wir hier hinten hingeschwenkt sind. Wir haben wieder die folgende Regel pro Insel und da haben wir diesmal nur 4 Stück von. Ein Fahrzeugdepot und ein Tramdepot. Das halten wir auch dabei und damit wir das hier gut nutzen und hier hinten auch in die anderen Städte rüberkommen, wollten wir das zentral stellen und da ist am einfachsten, das hier hinten bei der Kaffeeplantage zu machen. Wir werden eh nochmal alles komplett wieder umbauen, gehe ich von aus, aber das wäre zumindest schon mal der Anfang, wo wir dann ein wenig planen können. Da werde ich einfach mal eine kleine Straße von weg. Okay. Erstmal reicht es ja so. Halt. Also, das ist wie gesagt die Staffel der Nachhaltigkeit. Das heißt, wir werden viele Sachen wiederverwenden müssen. Und wollen natürlich auch. Ganz wichtig ist das Wollen. Ja, doch, baue ich direkt dran. Und hier haben wir noch so ein etwas älteres. Das bauen wir dann hier hinten schnuckelig
daneben. In der Straße. Ja, da hinten. So, das heißt, wir haben jetzt ein Fahrzeugdepot und ein Tramdepot. Wir wollen jetzt eine Ferntram bauen als erstes. Ja, willst du die Zeit nicht weiterlaufen lassen? Hab ich auch hier auf Pause. Okay. Mhm. Ja, die Städte sollen natürlich schon mal wachsen. So, was heißt, wir wollen jetzt von hier hinten natürlich Schienen mit Oberleitung. Das heißt, sie werden erstmal einen Anreiseweg haben. Das ist eigentlich total blöd von uns. Aber wir müssen ja irgendwie vorankommen. Das heißt, wir fahren hier durch die Stadt. Und hoffen, dass wir nicht pleite gehen an dem Ganzen. Aber ich gehe mal nicht davon aus. Wir sind eigentlich ganz gut vorbereitet. Verschiedene Tram-Mods haben wir mit drin. Und auch... hier habe ich direkt Innenstadt, kann ich gleich nutzen. Ja, für den Anfang werden wir mit einer Haltestelle uns begnügen müssen. Ja, genau. Also ich würde sagen, in dieser Mittelstraße bei mir. Diese Mittelstraße hier? Ja, da würde ich durchaus den Wendehammer sehen. Ja, machen wir erstmal einen kleinen Wendehammer. Werden wir eh noch alles umbauen. Boah, ist, so. ist auch die Staffel des Umbauens. Haltestellen. Genau, Haltestellen. Gebäude. Diesmal wollen wir hier... Ach, hier vorne haben wir die Haltestelle, genau. Wir nehmen die von 1920. So, dann fahren wir hier rein, rechts abbiegend. Und setzen einmal mitten in die Mitte. Muss man möglichst viel Abdeckung. Haltestelle, genau. Und bei dir auch. Auch rechts abbiegend. Und damit wir uns nicht in die Quere kommen mit den Autos, würde ich die Haltestelle um die Ecke rumsetzen. Gut, das heißt, das haben wir schon fertig. Dann können wir auch schon direkt eine Linie bauen. Unsere erste Linie bauen. Und zwar machen wir das, wie wir es kennen. Öfte. Öfte. KA. Also AB und KA wieder. AB. Genau. So, jetzt fangen wir natürlich an. In Aschaffenburg an. Weil wir da natürlich das Depot in der Nähe haben, wäre jetzt Quatsch, wenn die erst nach Kantopolis fahren und dann nach Aschaffenburg. Werden einige sicherlich tun. Werden natürlich die ein oder anderen auch machen, klar. Sieht aber schon mal gut aus. Das sehe ich auch so. Das heißt, wir können uns jetzt im Depot mal gucken, was wir uns leisten können auf genau. Den restlichen. Wie gesagt, ich habe am Anfang ja schon erwähnt, ach nee, habe ich noch nicht erwähnt, das habe ich weiter unten stehen gehabt. Kapazitäten und Städte haben wir natürlich angepasst. Das heißt, wir haben ja die Landnutzung erhöht und hier haben wir natürlich jetzt auch eine Kapazität schon von 20 bei den kleinen. Das ist die originale, die hat schon 42. Ist natürlich die doppelte Kapazität, aber die kosten auch das Doppelte an Geld, ne? Und auch hier oben. Also auch in der Anschaffung kosten die das Doppelte. Da würde ich fast schon als erstes die Kleine nehmen, ne? Ja, weil da unten haben wir jetzt nichts noch, was schneller ist. Warte mal, ich kann da mal nach Geschwindigkeit. Da haben wir hier unten hier unsere Ferntram. Aber die kann keine Passagiere fahren. Nee, mal ein Stück gut nicht dabei. Das wäre das Wiener Typ D mit 40. Genau dasselbe. 14, 28 Kapazität. Da wäre jetzt halt die Frage, was kostet die gegenüber der CE? Die kostet 56 und 511.000 in der Anschaffung. Hat 42 kW und 20 Kilonewton. Newton und die CE? 16 und 40 wäre schon mehr. Ja. Ich glaube, wir nehmen die. Ja, ne? Der Klassiker. Als Einwagen gespannt erstmal. Wenn wir 10 Stück kaufen, sind das 3,6 Millionen. Lass uns erstmal 5 drauf schicken. Sind auch 3,6 Millionen. Ja, ist ja gut. Haltestellen nicht gefunden werden.
Achso, warte mal. Ist das Depot vielleicht nicht elektrifiziert? Das wäre natürlich der Fall. Das könnte sein, ne? Ja. Werkzeuge, Strom effizient. Das macht ja gar keinen Sinn. Schwierig. Bis vorne ran ist Strom effizient, aber kann ich das da vielleicht mal noch einstellen? Das ist das erste Mal, dass wir damit arbeiten, deswegen kann das durchaus. Ne, gibt kein Parameter zum Einstellen. Dann müssen wir doch wohl die Fahrzeuge nochmal verkaufen. Ja. Kantopolis braucht Brot. Dann auch das leider nicht. Dann gehen wir zum Klassiker. Haben wir das Ding noch? Können wir auch nicht mit Strom parameterisieren. Also klassisch. Stadt, Land würde ich da sagen, oder? Egal. Ja, jetzt habe ich sie gebaut. Wäre Land richtig gewesen, aber ich bin hier total aufgeregt. Ja gut, sagen wir so, wenn da jetzt mein Arztteil dann da ist, Verbrennen jetzt schon Geld, ne? So, jetzt können sie auch losfahren. Nein, neben den Pausen stehen drei Spielgeschwindigkeiten. Super, danke für den Tipp. So, die fahren jetzt schon mal los. Wir nehmen die langsamste ein Viertel. Genau, also die fahren jetzt schon mal los und die können jetzt schon mal. Wir haben jetzt schon öffentlichen Verkehr. Der erste will schon. Der ist auf dem Weg zur Haltestelle. Jetzt könnte man noch einen Stadtverkehr etablieren. Ja. Müssen wir. Ja, wir brauchen Passagiere. Müssen wir. Und hier ist halt die größere Stadt. Noch, ja. Noch. Wer weiß, was draus wird. Wer weiß, was draus wird. Also müssen wir, da ist der Umsteigepunkt. Das heißt, die fahren so rum. Wäre also sinnvoll, wenn die von hier aus umsteigen. Oder wir erst um, nee, wir fahren erst um die Kurve rum. Und nicht blockieren, großartig, ja. Genau, dann fahren wir hier unten einmal runter. Nee, wir fahren einmal die große Runde. Haben wir schon fast alles abgedeckt, wenn wir hier fahren. Naja. Fahren hier außen lang. Damit wir dann abgedeckt haben, sollte sich da mal was getan haben. Ja, da lang. Dann müssen wir gucken, dass wir noch nicht da oben den Kontakt haben. So, und dann fahren wir da oben hin und liefern da ab. Genau. Nahverkehr. AB. Tram 1. Tram 1? Ich denke mal, es ist Bus. Du hast gesagt, ich kann mich frei entscheiden. Ja, weißt du, nimm gleich wieder alles weg, du. Ja. Muss ich noch Schienen legen? Und all sowas. Ja. Schlimmeres? Weiß ich noch nicht, ob das Schlimmeres gibt. Ich weiß bloß, dass Kantopolis jetzt auch Werkzeuge haben möchte. Das hilft nicht. So, die drei sind schon mal unterwegs, das heißt, wir brauchen jetzt noch welche. Ah, muss nicht ganz so groß sein. Muss nicht ganz so groß sein, sagt er. 20 Kappa. 40, 48, 72, 28. Da weiter oben gibt es doch so ein E-Trolley. Stadtbahnhalle und so. Ach ja, nee, das ist Pferde. San Diego-Trolley. Stadtbahnhalle ist elektrisch. Mit der Kolumne. Ja, die willst du haben? Ja, die nehmen wir mal für den Anfang. Hat ausreichend Kapazität, 3 Stück. Okay, 3 Stück. So, das heißt, die sind auch unterwegs. Und in Kantopolis. Sieht ja fast schon wieder Bus an. Natürlich wird der Bus fahren. Bei deiner Heritage. Gucken, wie wir da jetzt irgendwie eine Linie etablieren. Mal diese kleine Straße, die sie da gerade noch gebaut haben, zu deinem Ding. Oh ja,
Das ist ja verbinden und, aufbohren? Das wäre ja nett. Ne? Hast du schon mal die Gegenseite? Durchfahren könntest. Jo. Macht schon weiter gerade. Ja. Läuft. Oh nein, jetzt habe ich ein Gebäude entfernt. Und das war teuer. Ne, 20.000. Hält sich noch in Grenzen. Habe ich schon schlimmer gehabt. Oh ja. Ich sag dann nur, wie hieß die Stadt nochmal? Mit dem großen Knoten. Keine Erinnerung dran. Ach. Skobau. Skobau. Als ein halbes Viertel fast abgerissen hast mit dem Straßenupdate. Das stimmt. Man könnte natürlich gucken, wenn wir jetzt hier Abfahrt haben. Wir stehen schon 11. Boah, alter Schwede. Einsteigen und Fahrt. Hinsetzen, bitte. Das sind nächste fünf Traum schon mal drauf. Kantopolis. Ja, ich würde jetzt noch nicht zu viel investieren und theoretisch würde ich auch erstmal zurückzahlen, weil Zinsen kosten richtig Kohlen. Bis wir die ersten Einnahmen haben, dauert das noch Ewigkeiten. Da können wir lieber ein bisschen im Minuskontostand sein. Verkehr, ja, das heißt, der hat hier jetzt, der hat eigentlich fast alles mit drin begriffen. Also es wäre quasi nur einmal hier rausfahren. Die Wände machen, ja, kannst du mit deinem Bus machen. Dann einmal gerade Gebäude, Haltestelle. Das heißt, Alter. Wir halten dann hier vorne. Super. Baut sich und baut sich. Dann fahren wir einmal hier unten rum. Einmal nochmal hinten rum am Stein, oder? Ja, genau. Fahren wir hinten rum beim Stein rum. Hoffen, dass sich das hier auch noch weiterentwickelt. Nee, die wollen hier schon laufen. Da wollen sie auch schon. Na gut, da unten hin können sie laufen. Aber die sollen noch nicht zur Tram laufen. Ja, dann machen wir das so. Kann ich zwei Busse drauf schicken. Tolle Farbe. Nahverkehr. KA. Ja, du kannst auch keinen mal rot haben. Ich nehme blau. Nee. Wie immer. Geht nicht. 1, 2, 3, 4. So, und dann schmeiße ich mal die ersten Busse hier auf den Markt. Und mal gucken, ob das funktioniert. Wie gesagt, haben wir nie probiert. Passagier und nicht zu langsam. Also der Gaggenau. Das wird der Gaggenau werden, ja. Zur Anreise. Achso, wir können uns im Moment ja nichts leisten. Mhm. Ich muss noch mal kurz einen Kredit aufnehmen. Das reicht noch nicht mal. Noch einen Kredit aufnehmen. Da wenigstens zwei Stück leisten kannst. Ja, zwei Stück müssen auch hinkommen. Okay. Ja, die Anreise ist natürlich schon immer. So, habt ihr jetzt schon welche mit? Nein. Bitte wenden. Also. Du welche mit? Nein, bitte wenden. Alle, die leer fahren, kriegen von mir hier. Der fährt voll. Das muss so muss er sein. Da sind fünf drin. Lassen. Muss ja auch welche abholen. Ja, aber leer hinfahren kostet schon richtig Geld. Dann können sie auch voll beladen hinfahren. Guck mal, hier stehen auch schon 16, die gleich mit wollen. Das ist gut. Okay, also wir haben jetzt die erste Ressource, die Nachfahrt hat. Aber ich habe natürlich, ich habe gesagt, ich wollte noch ein bisschen was erzählen, aber ich wollte nicht vorher nur Theorie machen, sondern ich habe gedacht, na, wir machen auch für später noch was. Und zwar die jetzt noch zugucken, kriegen noch einen kleinen Bonus. Und zwar befinden wir uns jetzt gerade. Wir befinden uns jetzt gerade in Epoche 1 der Staffel 5. Jetzt denkt ihr, wie Epoche 1? Epoche 1 ist doch hier, Gebäude gibt es doch Epochenstufen. Nein. Wir machen eigene Epochen. Und zwar befinden wir uns jetzt in Epoche 1 von Staffel 5. Das heißt, die ganzen Sachen, die es jetzt gibt, gibt es jetzt. Aber wie die Welt sich weiterentwickelt, so entwickelt sich auch unsere Welt weiter. Und wir haben noch einiges für euch in Vorbereitung. Was wir im Laufe der Staffel dann noch veröffentlichen werden.
Also da arbeiten wir als nächstes dann dran. Wir haben schon ganz, ganz tolle Ideen in der Ideenschmiede hier. Und also wir sind da schwer in Vorbereitung. Und deswegen sage ich jetzt einfach mal nur, wir befinden uns in Epoche 1 und die wird, ja, wie lange sie gehen wird, werden wir dann noch sehen. Das kann ich jetzt noch gar nicht sagen. Ich weiß noch gar nicht, wie lange wir diese Epoche machen. Aber die Welt entwickelt sich weiter und wir entwickeln uns auch weiter. Und auch dieses Spiel wird sich dann, was Güter und Co. angeht, noch weiterentwickeln. Wie, es gibt dann erste Klasse Passagiere? Das könnte auch durchaus stattfinden, was weiß. Ja. Also das ist so das, was wir... Also ich habe mal Epoche in eine Suchmaschine eingegeben, eine bekannte Suchmaschine. Und da steht drin, ein großer geschichtlicher Zeitabschnitt. Und das lasse ich jetzt einfach mal so stehen und lasst es einfach mal auf euch wirken und genießt es einfach ein bisschen. Ne? Hier haben wir jetzt schon 28 stehen, also hier ist schon richtig Alarm und Rambazamba. Hier stehen jetzt schon 31, die mitwollen. Ein bisschen Kapazitäten haben wir ja noch an den Sachen. Wir müssen aber als nächstes schon mal im Hinterkopf behalten, dass wir auch Depots bauen müssen. Ne? Also früher oder später, Ferntram müssen in Depots reinfahren, sonst verlieren wir nachher die Fahrgäste. Und mit überladenden Haltestellen hier, da genau. Mhm. Überladene Stationen verlieren wir auch wieder an Stadtgröße. Okay, also machen wir jetzt die erste Versorgung, die einfachste in Aschaffenburg mit Baumaterial. Weil hier haben wir vor der Tür schon Baumaterial liegen. Das muss versorgt werden mit eventuell 2 Steinen zu einem Baumaterial, 2 Schlacke oder ein Eisen. Wir haben alles hier. Wir haben hier Stahlwerk haben wir hier. Daraus kommt Eisen und Schlacke. Und wir haben aber auch 2 Steinbrüche, die wir natürlich gut anliefern können in der Baumaterialfabrik. Da muss Manu natürlich jetzt entscheiden, wie machen wir das. Gehen wir jetzt von Steinbruch 2 oder von Steinbruch 1 darüber? Also für die Herausforderung wäre eigentlich Steinbruch 1 das Interessante. Willkommen ja, in Kantopolis. Wir wünschen dir einen schönen Aufenthalt. Und es ist mehr Strecke und wir kriegen mehr Geld. ja. Bedarf halt auch Schienenbau. Genau. Nun, Cosimodo, vielen Dank für deinen weiteren Restart, mein Lieber. Und danke an Noname für das Verschenken. Einsteigen und hinsetzen, bitte. Nächster Halt, Kantopolis. Paxman, auch nicht schlecht. So. Also, wie wollen wir das anliefern? Wir wollen ja hier nicht im Wald bauen, ne? Oder wo wolltest du jetzt hier Anlieferung machen? Also, da rechte Hand interessant ist, könnte man da uns da mit einem Depot... Wir können ja spaßeshalber mal gucken, wie weit die reichen. Kostet 260.000, ein kleines Depot. Okay, also es wird... Und du hast noch keinen Strom gemacht. Du hast noch nicht elektrifiziert. Aber es wird eng. Wir wollen Land, wir wollen elektrifiziert. Also wir müssen da tatsächlich aufpassen, dass wir nicht zu weit wegkommen von da. Na gut, liebe Fluggäste, aufgrund einiger Schwierigkeiten bleiben Sie in Kantopolis. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Kannst du doch nicht machen, sowas. Die Staffel schlägt ein. Ja, die Staffel liebe schlägt Fluggäste ein. Aufgrund einiger Startschwierigkeiten, also, wer das mal live im Chat erleben will, auf Twitch, kommt ruhig mal rüber. Link ist oben im Video, also im Banner oder unterm Video der Link. Könnt ihr euch das in der Regel freitags auf live aufgrund einiger Startschwierigkeiten, wie sowas entsteht. Sie in Kantopolis. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Ich werde schon fast hier unten hinsetzen. Das ist auch nur ein bisschen Wald. Ja, dann aber zweiseitig ein Fluggäste, aufgrund einiger Startschwierigkeiten bleiben Sie in Kantopolis. Durchfahrt machen Vielen können. Dank für Ihr ja, Verständnis. Das können wir machen. Und dann... Da müssen wir länger aufpassen. Liebe Fluggäste, aufgrund einiger Startschwierigkeiten bleiben Sie in Kantopolis. Vielen Dank besser. Dann haben wir nämlich mehr Platz, um später mal auszubauen, weil Steinanlieferung auf der einen Seite und die Abholung kannst du ja dann staffeln.
Liebe Fluggäste, ja. Aufgrund einiger Startschwierigkeiten bleiben Sie in Kadopolis. Mach mal zwei auf der einen Seite, bitte. Verständnis. Zwei Plattformen einfach zum Maß nehmen. Okay. Liebe Fluggäste, aufgrund einiger Startschwierigkeiten bleiben Sie in Kadopolis. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Trotzdem. Zwei Senkter, da. Liebe Fluggäste, aufgrund einiger Startschwierigkeiten bleiben Sie in Kadopolis. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Müssen wir doch noch wieder was aufnehmen. Liebe Fluggäste, aufgrund einiger Startschwierigkeiten bleiben Sie in Kadopolis. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Ich würde Sie durchaus ein bisschen weiter zurückziehen, damit wir da auch rauf und runter fahren können. Ein bisschen vorplanen und so. Liebe Fluggäste, aufgrund einiger Startschwierigkeiten bleiben Sie in Kadopolis. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Und fahren dann mit der 10-Meter-Straße elektrisch. Willkommen in Kadopolis. Wir wünschen dir einen schönen Aufenthalt. Genau, dann sollte eigentlich der Abstand groß genug sein. Bauen. Ja, Cusimodo, vielen Dank natürlich für deine 10 verschenkten Subs, ja. Also, ist ja Wahnsinn. Gehen wir gleich noch drauf ein, wenn die Folge durch ist. Den Anschluss, der reicht ja jetzt erstmal für den Anfang. Genau. Das heißt, wir müssen jetzt planen, dass wir hier hinten abholen. Mhm. Da müssen wir genauso sowas hinsetzen. Aber da reicht einseitig. Stimmt, einseitig. Und Pimp natürlich auch mit deinem Resub, mein Lieber. Im 6. Monat auch vielen, vielen Dank für deinen Support. Aber ich muss hier ein bisschen hier Concentration. So, würde ich durchaus nachher als Durchgang planen. Deswegen bauen wir den jetzt hier vorne hin, 10 Meter dran. Nicht Stadtstraße. Nee, nicht Stadtstraße. Schmeiß aber mit dem Geld. Na gut, 1800 ist jetzt nichts Dramatisches. War ich jetzt entelektrifiziert oder? Ja. Nee. Doch, elektrisch, ja. Und hier auch. Ja. So, und das lassen wir so von der Straße her. Das müssen wir später ausbauen. Wir müssen jetzt erstmal alles elektrifizieren, damit sie zumindest schon mal von A nach B kommen. Okay, da hatte ich jetzt gerade Schock und habe gedacht, naja, was kostet denn jetzt auch die Brücke? Aber passt alles. Gut. Da gut. Noch das Depot an Stein muss auch noch Strom kriegen. Das hat's doch. Jetzt aber. Ach so, weil das ist die 10-Meter-Straße. Entschuldigung. Ja, alles klar. Ich wollte sagen, bring mich jetzt nicht durcheinander. Okay, also. Güter, Tram. ITR, ja. Steinbauer. Ja, warte mal. Wie hatte ich das noch geschrieben? Ne, müssen wir aber AB. Sonst wir haben ja mehrere. AB. Steinbauer. Ja. 1. Nein. So rum wollte ich das, glaube ich, machen. Hm? Und dann nachher bauen wir in die Stadt. Also mal gucken, wie wir das nachher, also das ist so ein bisschen das, was ich jetzt versuche, neuere mit reinzubringen, aber wir haben auch nachher ein komplett neues Verkehrskonzept, das kann ich euch auch schon mal so erzählen. Ja, die Linie solltest du schon zusammenklicken. Ich glaube, wir brauchen erstmal Taler. Nein, da. So, hier da. Sollst du aber bitte Aschaffenburg. Naja, da abladen. 3 und alternativ die 2. Ich würde es zum Abholen nehmen. Erstmal abladen. Erstmal wollen wir jetzt anliefern. Wir müssen Doppelstein anliefern. Stimmt, und ja. Wir müssen nur ein Baumaterial abholen. So, und da brauchen wir auf der Linie 2. Deswegen müssen wir das dafür nutzen. Ja, stimmt. Später können wir immer noch ausbauen. So. Und jetzt können wir nach und nach diese Güter dran. Wir fangen mit einem an, sodass wir erstmal vorproduzieren. Wir brauchen jetzt noch gar keine Baumaterialien dahin schicken. So, was nehmen wir denn da? Na, die Georg, ne? Die fährt 50. Ja.
Aber die schafft Masse. Stimmt auch wieder. Oder was wolltest du da drauf schicken? Wir haben gar nicht so viele Gütertrams im Moment. Alternative wäre die CE. Ja. Die hat 28. Die kostet halt auch nur ein Drittel, aber ja. Ja gut, können wir natürlich für den Anfang nehmen und nachher wechseln. Ja, so eine da drauf und eine dann in die Stadt liefern. Dann hast du überall 40 km/h. Oh, zwei Stück, eine Million. Ja, günstig ist anders. Schmiede. Das wird ja spannend. Von wegen Staffel der Nachhaltigkeit, Gante. Was erzählst du denn da? Also zur Not können wir nachher die zweite erstmal rüberschicken, damit die erstmal was in die Stadt reinbringt. Und dann müssen wir nachher gucken, wie wir das hinkriegen. Oh, Alter, schon wieder so aufregend. So, wir sind jetzt bei 30 Minuten. Jetzt wäre normalerweise Folgenende, aber das machen wir natürlich nicht. Nee, so, wir wollen hier mal. Hier liegen schon Steine rum. Sehr schön. Sehe ich auch so. Ne? 93 schon in Versand gesteckt, weil wir hier ja auch so viel produzieren können. So viel drückt auch in Versand und dann kriegen wir das auch alles hin. Wie sieht hier die Tram aus? Wollen wir mal gucken. Linie, ja, macht Minus. Natürlich ärgerlich. Aber wo ist die Ferntram jetzt? Die sind unterwegs. Die müssten jetzt eigentlich schon 15.000 Minus noch. Ja, was ist fast voll. Genau. Stehen noch mal, die Busse kommen jetzt. Haben es dann auch mal geschafft. Hier stehen auch schon 18, die da mit wollen. Ja, müssen wir mal gucken, ob wir vielleicht noch einmal. Aber hier werden auch schon Gebäude gebaut. Also da, wo wir jetzt geplant haben, werden auch Gebäude gebaut. Das ist schon mal sehr gut. Also es wächst und gedeiht. Das Dörfli. Dörfli Kandopolis. Es wächst. Sehr gut. Okay, also Baumaterial gehen wir jetzt auch in die Produktion. Da müssen wir natürlich, wie gesagt, auch erstmal hinfahren. Wir sind natürlich auch nicht die schnellsten mit 40. Aber im Moment das Schnellste, was wir haben. Können wir mal kurz Sightseeing-Tour durch Aschaffenburg machen mit der Stadttram? Gibt es da schon Sightseeing-Sachen? Ja. Warte mal, haben wir hier noch eine? Guck mal, die fährt jetzt gerade hier los. Hat 12 Leute von der Überlandtram mit. Bord gehen, oder? Was? An Bord, genau. Höhen durch die Inner City. Durch die Inner City. Ja, also was uns auch wichtig war, ist, dass halt auch die alten Gebäude wieder mit dabei sind. Und also dass sich das alles so mischt, ne? Von neu, alt, mittel, also alles dabei. Auch diese alten Steinhäuser, die möchte ich sehr, sehr gerne behalten. Auch wenn sie sich einmal ausbauen, dass sie trotzdem halt in dem Design bleiben, weil das ist echt hübsche Gebäude. Und die geraten leider sehr oft in Vergessenheit. Gibt auch einen tollen Mod dazu. Mussten wir ein bisschen umschreiben, aber es hat der Hauklotz alles für uns hingekriegt. Vielen Dank natürlich an dieser Stelle an den lieben Hauklotz, der für uns das Ganze, was wir hier haben, mit den Mods, mit den ganzen Warenketten umgesetzt hat. Ohne den wäre diese Staffel so in dem Maße gar nicht möglich gewesen. Deswegen an dieser Stelle ganz, ganz großen Dank an dich für deine Mühe, deine Arbeit und deine Zeit, die du in dieses Projekt gesteckt hast. Ja, wir haben ja schon erwähnt, ein neues Verkehrskonzept, das können wir jetzt aber noch gar nicht umsetzen, weil uns noch Einbahnstraßen fehlen und wir werden, sobald die da sind, schon erste Planungen dazu machen und müssen halt gucken, wie nachher die Verkehrslage ist. Wir müssen auch gleich sowieso mal gucken, wie überhaupt die Verkehrslage auf dieser kleinen schnuckeligen Landstraße ist. Mhm. Nicht, dass uns die Autofahrer dann die Trams blockieren. Oder die Trams unsere Autofahrer blockieren und Stau verursachen. Ich erinnere mich in Staffel 4 am Anfang. Kandopolis, Aschaffenburg, vierspurige Straße, keine Chance. Deswegen wird es sehr, sehr spannend. Ja,
Also wirklich gut. Die junge Dame in dem schwarzen Kleid mit dem Hut will zur Arbeit, alles klar. Im Industriegebiet. Ja, als Sekretärin wahrscheinlich. Weil um die Jahreszeit als Chefin, Jahrzehnte Zeit war, als Chefin noch nicht so dran zu denken. Nee, das stimmt. In der Epoche ist es noch nicht so gedacht. Ja. Guck mal, hier sind auch noch Menschen. Hier ist aber gut Straßen, Fahrgastverkehr ist hier. Und diese suizidalen Bürger sind immer noch da. Werfen sich vor Autos und Trams. Also wir spielen hier auch auf dem Schwierigkeitsgrad schwer, ne? Also nicht sehr schwer, das ist schon ein bisschen sehr heftig. Das würde das Ganze sehr in die Länge ziehen, auch wenn einige davon oder darüber erfreut wären, wenn wir das mal machen würden, einfach mal herausfordern. Aber es wäre halt sehr, sehr zäh, ne? Also man müsste dauerhaft auf Stufe 3 spielen, damit sich das dann nachher auch lohnt und minimalistisch einkaufen und planen. Das würde, glaube ich, den Spielspaß zu sehr ausbremsen, als dass es Nutzen hätte. Deswegen seid uns da nicht böse, aber Schwierigkeitsgrad schwer ist mit den Mods, die wir jetzt haben, schon ganz schön krass. Ah, guck mal, da hinten stehen schon ordentlich ein paar Leute. Und wir bringen noch wieder neue. Dann, danke für den Tippspiel. Ja, hier ist schon überladen, habe ich mir schon gedacht. Sollten wir vielleicht die nächste Tram ausbauen? Können wir gar nicht. Minus 100.000. Ja, wir haben noch ein bisschen Kredit, aber... Ja, aber da kommt ja schon die zweite. Und hier drüben ist auch nicht so viel. Doch, ist auch ein bisschen, aber nicht so viel wie hier. Ich würde eher noch eine kaufen. Den Takt zu verbessern. Ja, 113.000 machen wir mit der Linie plus. Das ist schon gar nicht so schlecht. Wie sieht das denn hier jetzt aus? Hier liegen 52 rum und kommt da schon eine Gütertram? Was wird hier jetzt? Hier ist ein 20 km/h Weg. Wer hat den denn gebaut, Mann? Ausgangskurve. Ich glaube, die solltest du auf eine Landstraße das letzte Stück schon ausbauen, oder? Ja, aber den haben sie. Da hat die Stadt ja zurückgekauft quasi. Kann ich nicht. Also doch Geld aufnehmen und Stadtstraße. Machen wir Stadtstraße draus, oder? Ja, Stück, ja. Ich glaube, bei dir in Katopolis habe ich da auch sowas gesehen. Aber wir können ja mal. Ich weiß nicht, ob das was kostet. Nö, kostet nichts. Dann kaufen wir uns die erstmal. Dass da keine ungebetenen Umbauten, keine ungenehmigten Umbauten sind, meinst du? Ich würde bei dem Geld nochmal eine Straßenbahn kaufen. Ah, dann ist das Geld auch schon wieder aus. Klar, wir haben noch ein bisschen Kredit, aber ich möchte eigentlich nicht ausschöpfen das Ganze. Wir sind jetzt schon, 12 Millionen sind wir jetzt. Wir müssen dazu aber auch noch eine kleine Vorgeschichte machen, ne? Ja, eigentlich wären es ja 10 Millionen, aber du hast ja schon vor der Staffelstart hast du ja schon investiert. Genau, also vor dem Staffelstart haben wir zusammen mit dem Chat eine Regelung gefunden, denn wir haben ja die Ressource Wasser. Wasser brauchen wir für Tiere, Wasser brauchen wir für Getreide, Wasser brauchen wir für Papier. Wasser brauchen wir für Gewürze? Wasser brauchen wir für Kaffee? Ich weiß jetzt gar nicht, wo die Kaffeeplantage jetzt aus dem FF ist. Ja, für Brot brauchen wir auch Wasser. Also Wasser ist eine Riesenressource und wir haben nur 4 Grundwasserpumpen. 2 sind in Kleinostheim derzeit noch und eine ist in Oberwald. Deswegen haben wir gemeinsam entschieden, dass wir hier eine Bergwasserpumpe erstellen. Dafür haben wir aber 5 Millionen mehr Kredit aufnehmen müssen. Ja, das heißt, die ist jetzt da. Jetzt ist natürlich ein Problem, das passieren kann,
dass wir dadurch oder durch die Spielmechanik, die sagt, es können Industrien schließen, kann natürlich diese Industrie davon betroffen sein. Das heißt, wir werden, wenn wir ein bisschen Kohlen überhaben, ein bisschen Talerchen überhaben, dann da mal einen Weg drüber zaubern, sodass wir das Wasser zumindest mal schon mal zum Bauernhof liefern können. Ach, hier haben wir eine Kaffeerösterei, wo wir auch Wasser brauchen. Direkt neben Kantopolis. Der Rohkaffee kommt aus den Hochplantagen von Aschaffenburg. Ja. Und das ist auch eine 20 km Straße, so wie das ausschaut. Da hast du recht. Dayton? Zahlbar. Das sollte ein bisschen Tempo reichen, bringen. Genau. Und hier seht ihr, das Industriegebiet hat sich genau da ausgebaut, wo wir unseren Schienenweg, eher unseren Linienweg geplant haben. Das ist auch gut so. Hier sind 108. Also wir brauchen unbedingt ein Depot theoretisch, damit die Leute dann auch da warten können und nicht wieder abbauen. Weil das wirkt sich irgendwann aus auf die Qualität der Einwohner. Das wollen dann wir. Mehr Trams kaufen. Ja, können wir natürlich machen mit minus 6.000 und immer wieder Kredit aufnehmen, macht das natürlich auch wenig Sinn. Könnt ihr jetzt gucken, ob wir vielleicht einen oder anderen Abräumer mal nehmen? Ja, noch so, okay, eine Dreifach-Tram. Der jetzt rüberfährt hier zum Beispiel, der könnte mal ersetzt werden durch diese Dreifach-Tram, die kostet aber 875.000 Flocken. Hätte aber dann 64 Kapazität. Hätte 64 Kapazität und könnte zumindest schon mal ein bisschen was wegreißen. Und das machen wir jetzt einfach mal. Aber das machen wir, wenn... Na, machen wir jetzt. Komm. Hande sei nicht so knauserig. Achso. Ich wollte sagen, was ist jetzt passiert? So. Haben wir eine etwas größere Tam und das ist ein Mod. Den haben wir auch in der Modliste mit drin. Wir haben alles Mögliche in der Modliste mit drin. Also wirklich sehr, sehr viel an Mods mit reingenommen, auch an Fahrzeugmods und das erscheint natürlich alles später noch. Aber im Moment ist es halt noch nicht mit dabei. Mal, kann man so ein bisschen. Also die Mod heißt More Variety Vanilla, falls ihr die sucht. Ja. Da wurden im Prinzip die Vanilla-Fahrzeuge um Beihängerchen, Doppeltraktionen und so weiter ergänzt. Ja, sieht schon echt schick aus und macht ja auch Sinn, ne? Schön. Gab's ja auch in der Realität so, mit genau, zwei Beiwagen hinten dran gehängt. Und dann kriegst du halt auch schon mal einiges mit weg. Ja, standardmäßig wäre im Spiel ja Triebwagen und Beiwagen. Und hier gibt es die Variante nur Triebwagen. Haben wir ja zuerst eingesetzt und auch mit zwei Beiwagen. So, wir fahren jetzt noch einmal mit bis nach Kantopolis rein. Gucken, dass wir die Leute eins. Dann machen wir auch gleich Folgenende. Dass wir die Leute wegkriegen und dann. Genau. Und dann ist schon Folge 1 zu Ende. Die Aufregung ist immer noch da und oh nein, ich muss ausweichen. Aufgeschnitten. Boah. Und also ich bin sehr, sehr gespannt, wie das Ganze bei euch ankommt. Ich bin auch sehr gespannt, wie das Ganze weiterläuft. Und was ich noch spannender finde, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Ja, also wie gesagt, das mit den Epochen ist keine Rederei nur, sondern das ist wirklich so geplant. Also wir haben da wirklich einiges, wie wir das umsetzen, weiß ich noch nicht, aber wir haben wirklich einiges an Ideen zusammengesammelt und ich glaube, das wird echt cool. Wo ist der hin? Doch, die Bahn weg. Also ich kann es mir echt gut vorstellen. Achso, und ich soll von Urban Games ganz liebe Grüße ausrichten. Von Martin, mit dem habe ich geschrieben. Der hat gesagt, er findet das ganz toll, was wir hier auf die Beine gestellt haben. Und er lässt ganz lieben Gruß da und euch ganz viel Spaß mit der Staffel. Das
Hat er mir so geschrieben und das leite ich einfach mal an euch weiter. Bin ich ja Kumpel. Ne? Also es ist schon alles echt aufregend. Ich hoffe, dass es euch gefällt und dass es euch Spaß macht. Wie gesagt, es wird nichts irgendwie einfach mal eben Langweiliges. Auch die Städte werden größer werden. Also größer, als wir es sonst kennen. Und auch da werden wir natürlich ganz andere... Extrablatt. Oh oh. Nicht nur, dass die Halsarmee sich gegründet hat, sondern wir haben auch noch das Kantweizer Tagblatt. Möchte sich noch zu Wort melden. Okay. Kantweizer Tagblatt. Laut unsicherer Quellen hat die New Kante Logistico bereits nach Staffelstart schon heimlich Insolvenz angemeldet. Der Firmeninhaber investiert zwar noch wie wild, um den Laden am Laufen zu halten, aber wir bleiben skeptisch, ob sich das noch auszahlt. Bleiben Sie informiert, denn wir bleiben für Sie live dran. Ja, okay. Ich glaube, du brauchst noch einen zweiten Abräumer in der nächsten Folge. Den direkt hinten dran. Ja, der holt ja auch ein bisschen. Also ich würde jetzt nicht nur Abräume machen, wir müssen da schon ein bisschen Platz zwischenlassen. Ja. Sonst haben wir nachher das Problem, dass der erste Abräumer dem anderen Abräumer das alles wegnimmt. Auf jeden Fall ist schon mal nicht schlecht. Die Linie macht auf jeden Fall schon mal ein bisschen Plus. Die anderen Linien machen wahrscheinlich alle noch Minus. Bau mal Stein hier. Wir sind beide beladen mit 56 Steinen. Die kommen jetzt hier rüber. Gut, da gucken wir uns gleich mal an, was die natürlich einnehmen. Dann dazu. Oi, oi, oi. Dann würde ich sagen, sind wir jetzt soweit am Ende der Folge angekommen. Noch eine schöne Szene hier raus. So, ja. Hier kommt die Tram gleich um die Ecke. Wir bedanken uns recht herzlich fürs Zuschauen. Hoffen, dass es euch Spaß gemacht hat. Vergesst es nicht mit einem Däumchen. Wenn ihr noch kein Abo habt, nehmt eins mit. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder. Ich habe jetzt aber auch noch Schluck auf. Zu einer weiteren Folge Transport Fever 2 in der Staffel 5 der Nachhaltigkeitsstaffel. Bis zum nächsten Mal. Euer Kante mit dem Manu. Tschüss. Tschüss.